So, dann machen wir mal weiter beim FM 23. Ich habe mal eine kleine Frage. Ist die Bildqualität immer in Ordnung? Ich habe nämlich während der Premieren hier in meinem Standardbrowser immer, dass die Schriften ganz komisch verzerrt sind und das alles nicht so ideal aussieht, auch auf HD-Qualität. In einem anderen Browser habe ich das Problem aber komischerweise nicht. Wie dem auch sei, ich habe mal ein bisschen noch an den Grafikeinstellungen geschraubt, den einen oder anderen Punkt nochmal erhöht, den Zoom hier etwas erhöht, dass die Schriften vielleicht etwas klarer und größer wirken. Und ja, mir ist aufgefallen, das ist scheinbar hier der Spielplan vom letzten Jahr, ne? So, wir spielen jetzt in Hamburg und es ist englische Woche, wobei das, glaube ich, in der Realität keine englische Woche war. Wir brauchen auf jeden Fall die ersten Punkte da. Düsseldorf gewinnt mit 2 zu 0 gegen Karlsruhe. Kaiserslautern verliert mit 0 zu 1 gegen St. Pauli. Kiel gewinnt 3-1 gegen Osnabrück. Schulz trifft, sehr gut. Wiesbaden verliert 0 zu 2 gegen Schalke. Doppelter Terodde dort. Düsseldorf und St. Pauli haben jeweils 6 Punkte. Wir legen jetzt nach am Mittwoch. Der Auftakt Pleite gegen Nürnberg. Kaiserslautern schließt Eswein-Deal ab. Herr Otto passt das Training an. Ich vertraue ihm da mal. Hamburg steht auf 7, wir stehen auf 16. Kruse, Böwing, Klaas können alle spielen. Ich sehe noch keinen Grund zur Änderung. Das erste Spiel war zwar nicht gut, aber alle Formationen haben die Chance, sich zweimal zu beweisen. Deswegen lasse ich die nochmal so spielen. Und Rohr, der vom HSV gekommen ist, ist noch verletzt. Ansonsten sind die alle am Start. Ich habe auch mal geguckt. Ich habe diesen Herrn Hayev auch in den Jugendmannschaften und so nicht gefunden. Also aktuell zumindest scheint wohl ein Fehler zu sein. Von daher. So, auswärts könnte man allerdings mehr auf Konter spielen. Oder ich habe jetzt keinen Bock, auswärts eine andere Taktik zu wählen. Wir spielen jetzt einfach nochmal so und gucken, wie wir da rauskommen. Muslia ist immer noch verletzt und noch ein weiterer. Warum sehe ich denn nicht welcher weiterer? Muslia soll sich mal nicht so anstellen. Spieler wärmen sich auf. Wurde mir denn jetzt hier der HSV nicht angezeigt? Ah, hier ist jetzt die Mannschaft. So, dann geht's mal los. Euer Fernandes hat mal bei uns gespielt. Schonlau ist Paderborner Jung, sitzt hier noch auf der Bank. Glatzl auch noch auf der Bank. Jatta auch noch auf der Bank. Das ist alles bemerkenswert. Frau Busse kann nicht fassen, dass Leipertz von Beginn an aufläuft. Das ist Quatsch. Aber ja, gut, dass das Lied hier wieder gespielt wird in Hamburg. Sehr ich den HSV auch nicht mag, und das Lied ist Weltklasse. So. Ich will von euch allen heute Abend eine deutliche Leistungssteigerung sehen. Einige reagieren motiviert. Herr Graupner vom Kicker, wie zuversichtlich sind Sie, dass sich Ihre Mannschaft heute von ihrer besseren Seite zeigt? Etwas Zählbares mitnehmen, ganz gleich wie. Es wird sicher nicht einfach. Sie haben deutlich zum Ausdruck gebracht, dass die Leistung gegen Nürnberg nicht gereicht hat. Was muss sich also für heute ändern? Ich denke, wir müssen härter arbeiten. Wenn wir wirklich gewinnen wollen, werden wir es auch. Boah, nicht ganz ausverkauft. Viererkette beim HSV. Öztunali wird der Schlüsselspieler sein. Das ist jetzt flüssig läuft mit den neuen Einstellungen. Hamburg hat das erste Spiel gewonnen. Wir bekanntlich nicht. Die Kantenglättung verbessert, was sich doch deutlich hier auf die Qualität des Bildes auswirkt. Sieht doch schon mal deutlich schöner aus. Ich hoffe, dass es auch flüssig läuft. Auf geht's. So, wenn das Spiel jetzt heute auch in die Hose gehen sollte, wird man über Konsequenzen formationstechnisch, taktisch nachdenken. Aber das Spiel sei den 11 Spielern jetzt heute erstmal gegönnt.
Ferrei. Das sieht doch deutlich besser aus. Ich hoffe, auch die Videoqualität passt. Gerne Feedback dazu in den Kommentaren oder im Live-Chat. Und Königsdorfer schießt und Hut ist auf der Hut. 5 Euro ins Phrasenschwein. So, turbulenter Auftakt hier. Gerade mal eine Minute gelaufen. Isekwem war letztes Mal nervös und da wird der Platte geschickt vom Bilbia und der Platte ist allein vom Tor und der Platte schießt vorbei. Das gibt's doch nicht. Das Tor hätte rein, das Tor hätte fallen müssen. Platte mit einer dicken Chance, das war eine hundertprozentige. Und ob wir die so schnell nochmal kriegen. Derby im Frankenland. Dennis Rebeni, ehemaliger Paderborner, trifft zum 1-0 für Greuther Fürth. Oh, das war eine Chance. Der Bilbia, ehemaliger Hamburger, mit einem ganz feinen Pass. Und der Platte nutzt die Chance nicht. Das ist doch so Mäusemelken. Baines Ferrei, ah, munterer Auftakt hier. 10 Minuten rum jetzt. Öztunali. Öztunali, Benes. Und Reis wird geschickt und Reis. Und scheitert an Yannick Hut. Munteres, mehr als munteres Spiel hier. Bislang. Eckball. Hamburg. 1-0 für Hannover. Platte kann erstmal klären. Wir stehen aktuell auf Platz 15. Jede tabellarische Verbesserung wäre natürlich gern gesehen. Ferrei und Hoffmeier haut ihn erstmal weg. Da war, glaube ich, sowieso eine Abseitsstellung. Jetzt einen Freistoß aus sehr attraktiver Position. Ferrei haut ihn allerdings auf Robert Leipertz in die Mauer. 1-0. Irgendwo, ich habe es nicht gesehen. Ich glaube, Magdeburg liegt hinten. Aber wir müssen hier auf uns selber gucken, denn hier ist jede Menge los. Jede Menge geboten und das war ganz schön gefährlich. Und die Szene ist noch nicht geklärt. Isekwem mit dem Foul und es gibt Freistoß. Isekwem könnte hier, oh, Elversberg führt 1-0 gegen Magdeburg den Freistoß. Halten sie hier allerdings nicht für zeigenswert. Essek will den Ball gewinnen, aber dann ist der Ball auch direkt wieder weg. Wir kriegen ja wirklich viel zu sehen. Ich habe jetzt nicht eingestellt, dass ich mehr sehen möchte. Das Spiel gibt einfach mehr her. Heuer. Ferrei. Nummer 44. Benes. Und der out ihn leider rein. Eieieiei. Unglaubliches Tor. Scheiße. In die Ecke geschoben. Der Laptop sagte mir gerade, dass er überlastet sei kurz, aber die Meldung ist schon wieder weg. Wir fallen auf Platz 17. Ich hoffe mal, dass das jetzt alles hier läuft. How much is the fish? Gute, berechtigte Frage hier in Hamburg und Königsdorfer und er schießt zum Glück drüber. Das hätte das 2-0 eigentlich sein müssen. Ich rufe mal rein. Mehr fordern. Freistoß direkt. Es kommt jetzt Schlag auf Schlag. Benes und mal wieder bleibt der Ball in der Mauer hängen. Jetzt Konterchance hier. Bilbia. Bilbia. Immer noch Bilbia. Dann verliert er den Ball an Öztunali. Jetzt gibt's doch nicht. Mensch. Der Pass kommt nicht an. Hoffmeier haut ihn einfach mal nach vorne. Es sind immer noch zu viele lange Bälle hier. Leipertz. Lässt sich den Ball einfach ablaufen. Das ist ging zu einfach. Ferrei. Und Muheim schießt zum Glück deutlich drüber. Wir zeigen ja aber auch wirklich fast alle Torszenen. Wir stehen auf Platz 17. Nur Wiesbaden hinter uns aktuell. Und auch wieder ein Fehlpass gespielt hier. Ferrei wird geschickt. Königsdorfer und er macht ihn leider auch rein. Das ist jetzt hart. November.com, ja. Das ist jetzt deprimierend.
Kopfhörer und er macht ihn einfach rein. Yeboah. Aber Yeboah ist sein Vorname. Der rein mit 2 Assists. Deutliches Chancenplus auch beim HSV. Können wir vor der Halbzeit noch zumindest den Anschluss schaffen oder werden wir jetzt hier völlig untergehen? Hamburg ist natürlich auch Favorit, aber man sollte hier ein bisschen mehr am Spiel teilnehmen. Muheim hat gelb gesehen. Ist mir auch nicht aggressiv genug hier. Ferrei, der den dritten Assist schon im Kopf hat wahrscheinlich. Meffert. Und Öztun Ali und Yannick Huth verhindert hier wirklich Schlimmeres. HSV hat sich in einen Rausch gespielt. Wir müssen gucken, dass wir jetzt hier noch möglichst schadlos in die Kabine kommen. Ohne dass weiterer Schaden entsteht. Ferrei! Oh, knapp drüber. Den habe ich schon drin gesehen. 13:1 Torchancenverhältnis. Wir stehen auf Platz 18 aktuell. Issequem sieht gelb. Das war leider absolut gar nichts. Hamburg hat uns abs mehr als nur dominiert. Aber ich bin hier zum Gewinnen. Deswegen stelle ich jetzt einfach mal auf sehr offensiv. Angriff ist die beste Verteidigung. Und wir wechseln jetzt auch direkt mehrfach. Max Kruse kommt für Muslia. Obermeier kommt für Issequem. Conte kommt für Leipertz, ja auch der Kapitän geht raus. Wer ist denn jetzt der Kapitän? Schuster ist ja auch nur auf der Bank. Aber Schuster kommt dann jetzt. Schuster kommt für Kleefisch. Warum ist Schuster enttäuscht? Einfach mal 5-mal zur Pause wechseln, warum nicht? Grimaldi kommt für Platte. Platte zu fahrlässig mit den Chancen umgegangen. So, jetzt volle Offensive hier. Halbe Mannschaft ausgetauscht. Was ist denn hier los? Das war eine der schlechtesten Halbzeiten, die ich je gesehen habe. Hoffmeier und Heuer demotiviert. Muslio reagiert motiviert. So, gucken, was wir jetzt hier mit einer ganz anderen Besetzung rausholen können. Jetzt Gefahr, dass wenn man jetzt völlig abgeschossen wird, wenn man jetzt so offensiv spielt. Aber wie gesagt, ich bin hier, um was Zählbares zu holen. Da werden wir uns jetzt nicht hinten reinstellen. Niederlage ist Niederlage. Natürlich möchte ich jetzt nicht 20:0 verlieren, aber... Und es geht wieder direkt los mit Hamburg. Aber Obermeier mit einem guten Ballgewinn. Wechseln können wir jetzt ja sowieso nicht mehr. Ja, warum geht ihr denn da nicht besser dran? Benes und gut. Oh, Hamburg jetzt mit einem Freistoß. Und Hut und nochmal Hut. Und Hut ist hier wirklich unser bester Mann mit Abstand. Noch sehe ich hier keine Besserung. Ist der Kind Zombie so am Grinsen? So. Stoffer Meppert, nochmal Königsdorf. Dörfer und Eckball. Hamburg spielt wirklich absolut berauschend. Eckball Ferrei. 2:1. Nürnberg hat das Spiel gedreht. Können wir uns auch hier mal als Vorbild nehmen. Was? Torlinientechnik? Was wird hier genau überprüft? Ich weiß nicht, was hier genau gemeint ist. Scheint auch keine Konsequenzen zu haben. Wir haben erst einmal aufs Tor geschossen. Das kann doch nicht so bleiben. 18:1 das Schussverhältnis. Kruse, mach du doch mal was hier. Viertelstunde. Zumindest kein Gegentor kassiert, aber von
voller Offensive sieht man hier auch überhaupt nichts. Ganz im Gegenteil. Herai. Und oh, Hut ist hier. Der Hut hat alle Hände voll zu tun. Eckball. Benes. Damit. Nochmal Eckball. Oh, ich rufe jetzt einfach mal nochmal an, mehr fordern. Eckball. Königsdörfer. Der marschiert da einfach durch und macht ihn einfach rein. Dann ist die Messe hier wohl offiziell gelesen in Hamburg. Doppelpack für Königsdörfer. Schönes Ding, muss man ihn leider lassen. Warum ist er denn da auch so komplett frei und er marschiert da einfach durch und schiebt ihn rein? 2:2 in Nürnberg. Können wir jetzt hier wenigstens mal noch ein bisschen am Spiel teilnehmen. Hamburg schaltet jetzt vielleicht ein paar Gänge runter. 1:1 für Rostock. 20:1 Torschussverhältnis. Das ist ja wirklich mehr als nur deprimierend. Ich meine, dass Hamburg hier der Favorit gegen jeden ist, das ist ja mehr oder weniger klar. Aber die Art und Weise hier. Verei. Der. Ja. Schuss trifft Musliu. Glatzel kommt jetzt noch. Kann er nur noch dicker kommen. Ich lasse den Elf dann einfach nochmal die Chance, sich ein paar Minuten zu zeigen. Vielleicht können wir doch dann mal irgendwann aufs Tor schießen. Aber scheinbar scheint die Formation uns nicht zu liegen. Oder wir haben hier heute einen gebrauchten Tag erwischt. Aber noch möchte ich mir das jetzt mal hier wirklich über 90 Minuten anschauen. Dann wird zum nächsten Spiel reagiert. Das Spiel jetzt hier ist wohl eh gelaufen. Aber wir kommen hier auch überhaupt nicht zum Zuge. Kein Ballbesitz. Keine Spielanteile. Jatta, Eier und gut nochmal. Königsdörfer und es gibt Freistoß für uns. Die Noten sind alle mal wieder total durchschnittlich, was wir ja in keinster Form verdient haben. Und es müsste eigentlich außer bei Hut Niedrigstnoten hierfür eigentlich fast alle geben. Oder ist Hamburg jetzt einfach hier zu krass gut? Jetzt doch mal wenigstens hier der Hauch einer geordneten Aktion jetzt hier. Conte. Kruse, Conte. Macht doch wenigstens einen Ehrentreffer hier. Conte. Ah, Vuskovic. Den Ball weg, hin, Zombie. Und da ist der Ball schon wieder futsch. Das ist das Maximum, was wir hier und heute aufzubieten haben. Kein Zombie, auch nur mit Geleitschutz hier. Jatta zum vierten. Ich bin froh sein, dass es nur 4-0 steht. Die Scooter-Fans bekommen wenigstens was geboten hier. Musio sieht nochmal gelb. Immer noch keinmal aufs Tor geschossen, seitdem wir hier sehr offensiv spielen. Schuster, jetzt schießt doch einfach mal. Und der Schuster schießt und das war auch gar nicht schlecht. Aber wenigstens mal eine Chance. Gucken, wie hoch es jetzt hier noch wird. Ein Auswärtsspiel in Hamburg will man auch nicht überbewerten, aber die Art und Weise passt hier immer einmal mehr nicht. So, Conte, noch kein Tor geschossen in dieser Saison. Jetzt Grimaldi, macht erst besser als Platte. Ah, euer Fernandes kann parieren. Zumindest haben wir jetzt mal noch ein paar Abschlüsse hier. Eckball für uns. Kruse. Und Fernandes pflückt ihn einfach runter. Genauso schlecht los wie bei meinem letzten Spielstand. Jetzt auch mit neuem Kader. Und warum macht der Fernandes hier so ein Zeitspiel? Beim Stand von 4-0.
doch nicht wirklich nötig, oder? So. Hamburg hat noch Bock, glaube ich. Jatta, Königsdörfer. Drei. Und er haut ihn an den Pfosten. Ja, der Pfosten und der Hut verhindern hier noch Schlimmeres. Und jetzt im Gegenzug direkt Max Kruse. Jetzt haben wir doch hier 3 gegen 3. Bilbia. Ah, der lässt sich den Ball abnehmen, aber das war nicht fair gemacht von David. Das gibt uns einen Freistoß. Kommt wenigstens ein Ehrentor hier noch. Das ist Max Kruse. Und Grimaldi und Fernandes. Und jetzt haben wir zumindest dann doch noch ein paar Chancen auf den allerletzten Drücker. Conte. Muheim. Berlin führt 2:1 in Braunschweig. Bilbia. Bilbia, Kruse. Kruse und es gibt Eckball. Jetzt häufen sich doch noch die Abschlüsse, aber wir kriegen den Ball nicht rein. Grimaldi und Platte treffen jeweils die Tore nicht. Brauchen wir dann wirklich noch einen Mittelstürmer. Kruse. Und Hertha kassiert den Ausgleich. 2 Minuten Nachspielzeit. Hofmeier. Hamburg. Obwohl, hier gefühlt schon Feierabend. Deswegen können wir jetzt vielleicht auch noch ein bisschen mehr mitspielen. Wenigstens hier den Ehrentreffer für Selbstbewusstsein. Ich meine, das Spiel wird uns hier kein Selbstbewusstsein geben, egal wie es aussieht. Aber wenn zumindest die Null dann mal nicht mehr da steht, wäre es doch mal was. Ansonsten muss uns beim nächsten Mal der DFB-Pokal vielleicht ein bisschen Vertrauen geben. Der Abschluss geht nochmal drüber. Und die letzten Szenen laufen. Dann wird das wohl eine deutliche Klatsche hier in Hamburg. Zeit ist rum. 4:0 hätte auch deutlich höher ausfallen können. Also da kann man alles andere als mit zufrieden sein. Dementsprechend wird es beim nächsten Mal, obwohl das nächste Mal ist der DFB-Pokal. Beim DFB-Pokal würde ich ja sowieso ein bisschen variieren, egal wie das hier und heute gelaufen wäre. Beim nächsten Ligaspiel wird es aber auch personelle oder taktische Konsequenzen geben. So kann es nicht weitergehen. Ich meine, es waren jetzt nur 2 Spiele. Wir treffen das Tor nicht und haben hinten ordentlich kassiert. Hamburg war natürlich auch wahnsinnig dominant. Das war zu wenig. Mir fehlen die Worte, wie wütend mich das macht. Wobei ich eher enttäuscht als wütend bin. Aber ich sage das jetzt einfach mal so. Die PK habe ich jetzt keinen Bock. Das kann der Uwe Hünemeyer mal. Obwohl, jetzt habe ich hier noch eine Frage, die kann ich ja mal eben beantworten. Ihre Mannschaft erlitt eine schmachvolle Klatsche gegen HSV und die Fans sind weiß Gott nicht glücklich darüber. Was denken Sie über das Ergebnis? So eine schwache Leistung, ein beschämendes Resultat. Wir werden sicherlich an unseren Fehlern arbeiten. Hat dieses Ergebnis zu Überlegungen bezüglich Ihrer Herangehensweise geführt? Ja. Es ist nicht ganz so, dass wir zum Reißbrett zurückkehren müssen, aber wir haben Dinge, an denen wir arbeiten müssen. Das muss so schnell wie möglich beginnen. Ich werde jetzt nicht alles auf den Kopf stellen, aber es wird auf jeden Fall Änderungen geben für das nächste Ligaspiel. Grauenhaft, schockierend, da haben die Herren Ecker, die Herren Köhl und Ecker hier absolut recht. 2:2 von Braunschweig gegen Hertha, Rostock spielt 1:1 gegen Hannover, HSV gewinnt 4:0 gegen uns. Nürnberg verliert noch 2:3 gegen Fürth und Elversberg gewinnt 1:0 gegen Magdeburg. Damit haben wir 3 Teams, die 6 Punkte haben, HSV-Tabellenführer hinter Düsseldorf und St. Pauli auf den Abstiegsplätzen, Wiesbaden und wir Osnabrück auf dem Relegationsplatz, Magdeburg auch noch ohne Punkte. Ja, spielen beim nächsten Mal gegen Kiel. Pokal scheint doch erst später zu kommen, oder wie ist das? Pressekonferenz, der Co-Trainer geschickt. Jo, es ist eine englische Woche, wir spielen doch erstmal nicht im Pokal, eigentlich ist der Pokal doch jetzt dran. Offenbar dann doch nicht. Gegen Kiel muss dann ein Dreier her. Hünemeyer von Königsdörfer beeindruckt. Ja, zu Recht. Wir spielen am Sonntag gegen den Tabellenelften. Holzboy in Kiel. Die haben 3 Punkte. Einmal gewonnen, einmal verloren. Im Zweifel kann ich auch noch Spieler nachverpflichten, aber ich will es ja erstmal so ausprobieren, wie es mit diesem Kader läuft. Um auch einen Vergleich
zur Realität zu haben. So. Es ist Freitag. Wir gucken uns hier mal in der Liga nochmal an, wie es noch Transfers gab. In der letzten Woche. Einige Laien, wobei die hatte ich ja, glaube ich, schon mal vorgelesen. Schalke hat zwei Leute ausgeliehen. Boah. Spieler werden hier getauscht. Das ist ja wie auf dem Bazar hier. Reitz wurde gegen Lenz getauscht, oder wie? Plus noch 7,75 Millionen, oder was? So. Ist ja wie Sklavenhandel. Ja, beim nächsten Mal geht es gegen Kiel, da soll es dann besser laufen. Ich überlege mir schon mal eine Tormusik, die wir dann auch hoffentlich brauchen werden. Tschüss, bis dann. Bye, bye.